Jetzt geht's auch schon los. Ich möchte einleiten in den Abend nochmal so ein bisschen einen Schritt, indem ich ein bisschen einen Schritt zurücktrete und sage, was ist denn die Bürgerenergie Berlin, beziehungsweise warum machen wir das denn, was wir da tun? Und wir sind 2011 mit der Gründung und dann 2012 mit dem Eintritt ins Konzessionsverfahren angetreten aus drei zentralen Gründen, die nach wie vor uns antreiben. Der erste war sozusagen die Energiewende in der Stadt. Die Energiewende im Land Berlin, die muss schneller gehen. Und das gilt nach wie vor, das gilt vielleicht in diesen Zeiten sogar mit besonderer Dringlichkeit, wo wir sehen, dass von unserem Umstieg auf die erneuerbaren Energien noch sehr viel mehr nur abhängt als nur der Klimaschutz. Und das ist also nach wie vor ein Thema, was uns umtreibt, wo wir gesagt haben, das muss schneller gehen, da muss sich mehr in Bewegung setzen und die Netze, die spielen dafür eine ganz besondere Rolle. Und weil das schneller gehen sollte, haben wir gesagt, dafür müssen Menschen mitentscheiden und mitbestimmen dürfen. Das war der zweite wesentliche Treiber, der uns immer wieder in allem, was wir tun, antreibt, zu sagen, wir brauchen mehr Teilhabemöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger. Es muss mehr Möglichkeiten geben, mitzureden und auch mitzuentscheiden, direkt mitbestimmen zu können, damit die Energiewende, die ja deutlich näher an das Zuhause heranrückt mit den erneuerbaren Energien an ganz vielen Stellen, und wir werden gleich darüber reden, wo sie noch so an einen heranrücken wird, wenn wir darüber reden, nicht nur den Strom auf erneuerbare Energien umzustellen, sondern auch die Wärme, auch den Verkehr, dass wir da eben, wenn das so nah an uns heranrückt, auch unbedingt mehr Teilhabemöglichkeiten brauchen. Und der dritte Grund war, dass wir ganz schnöde gesagt haben, da sollte man durchaus auch mit wirtschaften können. Und zwar einerseits Bürgerinnen und Bürger wirklich auch die Möglichkeit zu geben, in Infrastruktur der Daseinsvorsorge mit zu investieren, aber andersrum auch zu sagen, das Geld, was da verdient wird, das kann dann Teil der lokalen Wertschöpfung werden, das sollte auch vor Ort in die Energiewende investiert werden können. Und dafür sind wir angetreten, treten wir nach wie vor an, stellen wir das Angebot und erneuern dieses immer wieder an das Land Berlin, zu sagen, wir wollen mit der öffentlichen Hand Hand in Hand arbeiten. Wir glauben, es braucht die öffentliche Hand in der Daseinsvorsorge, und die Bürgerhand, die braucht es auch. Und da wollen wir zusammenarbeiten. Ich habe es eben schon angedroht, dass es heute nicht nur um das Stromnetz gehen wird. Und was Sie hier sehen, ist eine Grafik von wunderbaren Kolleginnen und Kollegen am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die sich die Mühe gemacht haben, mal zu versuchen zu verdeutlichen, was das heißt, wenn wir auf erneuerbare Energien umsteigen, nicht nur im Strom, sondern auch in der Wärme und im Verkehr. Und was Sie hier in so drei Lichtkegeln sehen, ist mal grob vereinfacht der Anstieg des Strombedarfs, wenn man sich vorstellt, dass wir zunehmend die Wärme und auch den Verkehr elektrifizieren. Das ist aus zwei Gründen wichtig. Erstens, wenn wir sie direkt elektrifizieren, dann gehen wir den Weg des geringsten Widerstandes. Und zwar vor allem auch aus volkswirtschaftlicher Kostenperspektive. Wir können die Wärme und den Verkehr an ganz vielen Stellen direkt elektrifizieren und dadurch schneller auf erneuerbare Energien umsteigen. Und wir müssen auf erneuerbare Energien auch in diesen Sektoren umsteigen. Wir haben in diesen Sektoren unsere Hausaufgaben leider sehr viel weniger gut gemacht als im Strom. Das heißt, da muss es schnell gehen und da wird sehr schnell auch der Strombedarf in die Höhe schnellen. Das ist für das Land Berlin insofern besonders wichtig, als dass wir sehr viele sind auf einem Haufen, die rumfahren und heizen wollen und natürlich all das tun, wofür wir sowieso schon Strom genutzt haben. Das heißt, wir haben wenig Platz, wir sind kein Flächenland, das wissen Sie alle, wir müssen auf die Dächer und wir müssen uns vernetzen mit dem Umland. Berlin wird sich nicht aus sich selbst heraus versorgen können und schon gar nicht, wenn wir darüber nachdenken, dass wir noch mehr Bereiche unseres Lebens elektrifizieren werden. Und wenn wir weit in die Zukunft gucken, bis auf 2050, dann sehen wir eben, dass dieser Strombedarf noch mal weiter hochschnellen wird. Das liegt auch daran, dass wir natürlich Stück für Stück auch die anderen Bereiche unserer Wirtschaft dekarbonisieren wollen. Wir wollen in der Industrie umsteigen. Es wird dann energieintensive Bereiche geben, wo wir auf Wasserstoff umsteigen müssen. Wasserstoff ist ein wunderbarer Stoff, der Energie unheimlich gut speichern kann, aber der auch sehr viel erneuerbare Erzeugung braucht, den wir also sehr sorgsam da einsetzen müssen, wo er am meisten gebraucht wird und entsprechend dann auch darüber nachdenken müssen, wie wir uns nicht nur als Land Berlin mit dem Umland, sondern natürlich auch als Deutschland mit Europa und mit der Welt vernetzen, um die Energieimportströme aufzusetzen, die wir brauchen. Und was hat das jetzt alles mit so einer kleinen Genossenschaft zu tun, die hier so ein Berliner Stromnetz kaufen wollte? Warum redet die hier von internationalen Importströmen? Das hat ganz viel mit uns zu tun, nämlich mit der Frage, wenn wir nicht nur im Strom auf erneuerbare Energien umsteigen,
sondern auch diese anderen Bereiche unserer Wirtschaft dekarbonisieren wollen und unseres Lebens, ne, in der Wärme, im Verkehr, dann hat das Auswirkungen nicht nur auf das Stromnetz. Das muss auf einmal viel mehr schaffen. Das muss bidirektional in beide Richtungen kommunizieren können, sowohl den Strom zu verteilen, als auch die Einspeisung aufzunehmen, die dann dezentral überall auf den Dächern auftaucht. Das Stromnetz muss viel mehr Verbraucher anschließen, und damit meine ich jetzt nicht Sie und mich, sondern ich meine Stromverbraucher, Wärmepumpen, Elektroautos, Ladestationen. Das Stromnetz muss also sehr viel mehr schaffen, wird sehr viel mehr schaffen, und zwar nicht nur, weil die Menschen, die dort arbeiten, dass daran arbeiten werden, diese Prozesse abzubilden, sondern auch ganz sozusagen handfest brauchen wir die Kabel und die Infrastruktur und auch die digitale Infrastruktur, um das abzubilden. Das heißt aber auch, dass wir uns klug überlegen müssen, wie hängt das Stromnetz mit anderen Netzen zusammen. Und darum soll es heute Abend auch gehen. Viele von Ihnen haben das vielleicht schon der Presse entnommen. Wir haben ja eine sehr sprechende Pressemitteilung gehabt, unserer regierenden Bürgermeisterin, die gesagt hat, wir holen die Wärme nach Hause, die gesagt hat, das Fernwärmenetz, dafür liegt jetzt ein Angebot vor, dass man auch das zurückkaufen möchte. Das ist ja nicht, weil wir Quartett mit Netzen spielen wollen und das Land Berlin sammelt jetzt so viele Netze, wie es kann, sondern die Netze zusammenzudenken ist in der Energiewende ganz wichtig, damit wir gut verstehen, wo werden wir in Zukunft zum Beispiel in der Wärme dekarbonisierte Fernwärme haben. Das heißt, wir stellen Stück für Stück auch die Fernwärme auf erneuerbare Energien um. Das Fernwärmenetz liegt aber nicht in der ganzen Stadt. Wir müssen also gucken, wo gibt es Fernwärme? Wo können wir vielleicht Nahwärmenetze aufbauen? Wo können wir die Fernwärme ausbauen? Wo werden wir aber auch Bereiche in der Stadt haben, die dezentral ihre Wärme auf erneuerbare Energien umstellen müssen? Da wird es natürlich dann wiederum fürs Stromnetz besonders spannend, weil das Stromnetz da besonders gefordert ist. Und was heißt das auch für unser Gasnetz? Wenn wir mehr und mehr aus dem Gas aussteigen, können vielleicht Teile des Gasnetzes tatsächlich auch für Wasserstoff genutzt werden? Wenn ja, wo und in welchem Umfang? Und wo setzen wir diesen Wasserstoff ein? Wo in der Industrie brauchen wir zum Beispiel, haben wir energieintensive Betriebe? Das heißt, diese Netze zusammenzudenken wird, weil wir eben die gesamte Wirtschaft umstellen wollen, auf erneuerbare Energien immer wichtiger. Und deshalb ist es ein spannender Impuls, der hier auch aus dem Land Berlin nochmal kommt, zu sagen, wenn wir auch das Fernwärmenetz kaufen, wenn wir uns perspektivisch vielleicht auch an einem Gasnetzbetreiber hier in der Stadt beteiligen, wie können wir dann diese Netze zusammendenken? So, wir haben versucht, das mal so ein bisschen aufzumalen für Sie, wer da jetzt alles neu beteiligt ist. Na, wir haben das Stromnetz, hat das Land Berlin schon gekauft. Das haben wir schon mal im Sack. Wir haben da nur die Bürgerbeteiligung noch nicht so ganz umgesetzt. Da werden wir nachher auch noch drüber reden. Das war ja auch versprochen, dass es ein Unternehmen neuer Art geben soll in der Zusammenarbeit von öffentlicher Hand und Bürgerhand, die ich vorhin angesprochen habe. Aber wir haben noch ganz viel mehr Akteure, die im Gasnetz und in der Fernwärme beteiligt sind. Die Fernwärme liegt derzeit in der Hand von einer Vattenfall-Tochter. Da gibt es jetzt ein Kaufangebot durch das Land Berlin. Da werden wir, glaube ich, gleich auch von Stefan Taschner noch mal sehr viel mehr dazu hören, was sich das Land dabei denkt, da ein Kaufangebot zu stellen. Und dann gab es im Rahmen dieser Pressekonferenz aber auch ging es noch einen Schritt weiter, zu sagen, Vattenfall, das sehen Sie hier rechts, an der Fernwärme beteiligt, ist aber auch beteiligt am Gasnetz, an der GASAG, die wiederum das Gasnetz hält. Jetzt haben wir vorhin darüber geredet, warum diese Netze zusammenzudenken so wichtig ist. Und dementsprechend hängt an diesem Kaufangebot für die Fernwärme auch ein Kaufinteresse, ein Angebot mit dran, zu sagen, man könnte sich ja auch an der GASAG beteiligen, die ja wiederum das Gasnetz hält. Und dann hätte man noch mehr Netze in einer Hand. Was ich noch nicht gelernt habe oder richtig verstanden habe in dieser Pressekonferenz, und da bin ich gespannt, was uns Stefan Taschner nachher erzählen wird, ist, wie das dann aussehen wird. Weil wir haben das Stromnetz, die Stromnetz Berlin, den Stromnetzbetreiber rekommunalisiert. Der ist in Berlin eingegliedert in ein öffentliches Unternehmen der öffentlichen Hand. Aber das finden wir jetzt da noch nicht, wenn wir jetzt sagen, wir wollen die Netze zusammendenken. Was heißt denn das dann? Werden die dann am Ende irgendwie alle von der GASAG betrieben? Das ist irgendwie noch nicht so ganz klar. Was aber klar ist, ist, diese Netze zusammenzudenken ist wichtig. Und was dann auch klar ist, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wo man beteiligt sein möchte,
dann kann man sich eine Struktur vorstellen, das Land Berlin, ich habe das vorhin angesprochen, die haben jetzt schon das Stromnetz gesammelt. Jetzt haben wir uns in unserer Einfalt so als Genossenschaft überlegt, wenn man schon so eine Berlin Energie und Netz Holding gegründet hat, die die Muttergesellschaft ist, unter der das Stromnetz hängt, dann kann man ja jetzt zum Beispiel so ein Fernwärmenetz und vielleicht auch so ein Gasnetz da auch dazu hängen. Wichtig mitzunehmen ist es aber zu sagen, wenn man Netze kauft, dann hängen da natürlich große Betriebe dran, große Infrastrukturen und es ist überhaupt nicht trivial, sich zu überlegen, wie wir das organisieren, sodass wir diese Netzplanung zusammenlaufen lassen können. Aus zwei Gründen, also aus ganz vielen Gründen und wir haben Kolleginnen und Kollegen zum Glück heute von der Stromnetz hier, die uns das lange erklären könnten, aber es ist aus zwei strukturellen Gründen spannend. Der eine ist, ich darf die nicht alle zusammen in einen Haufen werfen. Da sagt das Energiewirtschaftsrecht und auch das Kartellrecht, nee, aus Gründen der Entflechtung müssen die wirtschaftlich voneinander getrennt sein. Und das sind gute Gründe. Das heißt, ich kann sie nicht auf einen Haufen werfen. Ich brauche aber eine strategische Stelle, an der sie zusammenlaufen können. Und das ist so spannend am Land Berlin. Das ist auch spannend an diesem Kaufangebot. Und das ist spannend an der Netzholding, an der Berlin Energie und Netzholding, der Muttergesellschaft, unter der das Stromnetz hängt. Weil wir da eben tatsächlich dann einen Ort hätten, wo strategische Planungsgedanken, was wir vorhin am Anfang angesprochen hatten, zu sagen, wo gibt es Fernwärme, wo gibt es Nahwärme, wo werden wir darauf angewiesen sein, dass das Stromnetz noch mehr schafft. Diese Gedanken können auf der Ebene zusammenlaufen und wir haben dann eine planerische Stelle im Land Berlin, die wieder schieben kann, die sagen kann, die Energiewende muss schneller gehen. So, und da kommen wir ins Spiel. Wir sind ja nie zufrieden, Sie kennen uns ja schon, wir hören ja einfach nicht auf, an der Energiewende zu schieben. Wir sind damals ins Konzessionsverfahren eingestiegen, sehr bewusst mit dem Plan zu sagen, wir bewerben uns um die Stromnetzkonzession, wir wollen das Stromnetz mit umbauen. Wir wollen hier daran arbeiten, die Energiewende zu beschleunigen. Jetzt ist es 10 Jahre später und wir sehen, wir müssen viel schneller werden in der Wärme, im Verkehr, das Stromnetz, diese Transformation der Infrastruktur muss viel schneller gehen. Das heißt, diese Grafik, die Sie vorhin gesehen hatten, wo noch so viele freie Plätze waren in der Netzsammlung von der Netzholding, das ist auch der Ort, wo wir neu darüber verhandeln müssen, wie Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden können, wie wir mitentscheiden können und wie Wirtschaftsstrukturen aussehen, die wir gemeinsam gestalten.